Wir haben ja das letzte Mal geredet über die Entstehung der Rechtsschulen und einige Gründe erwähnt, warum es unterschiedliche Ansichten bei den Gelehrten gibt. Heute fangen wir nun an mit dem Thema Fiqh an sich. Und da beginnen wir erst einmal mit der Definition von Fiqh. Linguistisch, also im sprachlichen Gebrauch, bedeutet Fiqh Verständnis. Also verstehen. Allah Azza wa Jalla sagt: "Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna." Das ist das wichtige Wort hier. "Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafur." Ungefähr bedeutet das: Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde und wer in ihnen ist. Es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist. Ihr aber versteht, eben das Wort Tafqahuna, ihr preisen nicht. Also das heißt, wenn die Vögel zwitschern und so weiter und wenn die Blätter hin und her sich bewegen, diese Lebewesen, selbst die Gegenstände, preisen Allah subhanahu wa ta'ala. Alles preist Allah subhanahu wa ta'ala. Außer die nicht an Allah glauben. Ansonsten alle Geschöpfe preisen Allah subhanahu wa ta'ala. Nur wir verstehen nicht, wie sie preisen. Wie sie Allah gedenken. Allahu a'lam, wie das geschieht, das verstehen wir nicht. Wichtig für uns ist jetzt nun, dass Allah das Wort Fiqh hier benutzt, also als Verb yafqahuna, für verstehen. La yafqahuna, also sie verstehen es nicht. Gut. Im wissenschaftlichen Gebrauch nun, also ich meine in der Fiqh-Wissenschaft, bedeutet Fiqh die Kenntnis über die praktischen islamrechtlichen Urteile gemäß ihrer ausführlichen Belege. Das muss man ein bisschen erläutern. Es handelt sich hier um die Kenntnis, um die Lehre über die islamrechtlichen Urteile. Warum islamrechtlich? Also es handelt sich nicht um eine andere Wissenschaft. Ja? Es handelt sich nicht um Physik, Mathe, Geo, also es ist Islamwissenschaft. Denn Definitionen müssen ja zwei Eigenschaften haben. Sie müssen ausgrenzen und einbinden. Sie müssen ausgrenzen alles, was nicht dazu gehört. Und deswegen musst du immer, wenn du definieren möchtest, Bedingungen aufstellen oder Eingrenzungen mit einbeziehen, sodass nicht alle Wissenschaften oder sodass nicht andere Teile, die nicht zu diesem Ausdruck gehören, sodass sie nicht da reinkommen. Das heißt, wenn wir sagen würden, es ist die Kenntnis über Urteile, ja, welche Urteile? Mathematische, juristische, also ich meine irdisch-juristische oder kosmologische. Deswegen musst du das eingrenzen, indem wir sagen, es sind islamrechtliche Urteile. Eine weitere Einschränkung und Eingrenzung ist, dass wir sagen, es sind die praktischen islamischen Urteile. Warum gibt es denn nicht praktische, gibt es denn theoretische islamische Urteile? Ja, die Aqida. Die Aqida, das sind theoretische Urteile. Das ist ja nicht etwas, was du tust, sondern es ist eine Kenntnis, es sind Tatsachen, an die du glaubst. Warum sagen wir auch noch gemäß ihrer ausführlichen Belege? Denn es gibt eine Wissenschaft, die sich über die praktischen islamrechtlichen Urteile, die sich mit den praktischen islamrechtlichen Urteilen befasst, aber in ihren allgemeinen Belegen, nicht in ihren ausführlichen, und das ist Usulul Fiqh. Was bedeutet denn ausführliche Belege? Ich sagte ja letztes Mal schon, im Fiqh geht es um detaillierte Punkte. Wann ist mein Fasten nicht mehr gültig? Was sind die Bedingungen des Wudu? Was sind die Säulen der Pilgerfahrt?
Das sind die detaillierten Aspekte. Im Usul al-Fiqh haben wir gesagt, geht es nicht um detaillierte Einzelheiten, sondern es geht grob um allgemeine Fragestellungen. Wann ist eine Aussage ein Befehl? Wann ist eine Sache eine Säule und keine freiwillige Tat? Damit befasst sich Usul al-Fiqh. Und deswegen eben diese Einschränkung oder Eingrenzung gemäß ihrer ausführlichen oder detaillierten Beleg. Kommen wir nun zu den islamischen Urteilen. Man unterscheidet fünf verschiedene. Es gibt natürlich verschiedene Dimensionen, dass man unterscheidet, aber eines der wichtigsten ist eben diese. Und zwar, wir reden im Fiqh über Sachen, die wajib sind, haram, mustahab, makruh und mubah. Das sind so Ausdrücke, die wir im Fiqh benutzen müssen. Du sagst, es ist haram, was ist haram? Zum Beispiel Alkohol zu trinken. Das klassische Beispiel. Es ist wajib zu beten. Zum Beispiel. Es ist mubah zu essen. Natürlich, wenn das Essen halal ist. Dann ist es Essen mubah. Da muss ich ja natürlich wissen, wenn ich mit diesen Begriffen rumhantiere, dann muss ich wissen, was es bedeutet. Wajib bedeutet, etwas ist eine Pflicht. Und was heißt das? Das bedeutet, die Umsetzung wird belohnt, also die Tat wird belohnt und die Unterlassung wird bestraft. Ist das klar? Also wenn ich etwas tue, dann wird es belohnt, weil ich bin dem Befehl Allahs gefolgt. Ich habe mich den Geboten Allahs unterworfen, deswegen werde ich belohnt. Walillahil hamd wal minna. Und das ist etwas Großartiges. Allah hätte uns alles auferlegen können, ohne dass er uns belohnt. Aber gütig wie er ist, Subhanah, belohnt er uns für die Umsetzung der Taten. Aber die Unterlassung wird bestraft. Ein Beispiel ist das Gebet. Wenn ich bete, zum Beispiel die Pflichtgebete, dann werde ich für diese Gebete belohnt. Walillahil hamd. Aber wenn ich die Gebete nicht verrichte, dann werde ich für diese Unterlassung bestraft. Außer Allah will mir vergeben, das ist wieder was anderes. Wenn ich faste, und zwar Ramadan, das Pflichtfasten, dann werde ich dafür belohnt. Wenn ich Ramadan aber nicht faste, nicht, weil ich krank bin oder auf Reise bin, das ist wieder was anderes, dann ist es mir ja gestattet, nicht zu fasten, sondern einfach so, ich möchte nicht fasten, dann werde ich bestraft, weil ich das Fasten unterlassen habe. Das bedeutet Wajib. Wenn du es tust, wirst du belohnt, wenn du es nicht tust, wirst du bestraft. Haram ist nun das Gegenteil. Etwas ist verboten. Die Umsetzung wird nun bestraft, und die Unterlassung wird belohnt. Und das ist wieder eine Gunst Allahs Azza wa Jal, dass er uns belohnt, weil wir nicht sündigen. Das heißt, wenn jemand nicht Alkohol trinkt, dann wird er dafür belohnt. Wenn jemand nicht raucht, dann wird er dafür belohnt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Sünde vorhat und sie nicht umsetzt, wird dafür belohnt. Das ist eine Gunsterweisung Allahs Azza wa Jal. Also Haram bedeutet, mache ich es, werde ich bestraft. Unterlasse ich es, mache ich es nicht, werde ich belohnt. Mustahab bedeutet was? Etwas ist wünschenswert. Die Umsetzung, die Tat, der Vollzug dieser Tat ist wünschenswert. Bedeutet was? Die Umsetzung wird belohnt. Und die Unterlassung wird nicht bestraft. Im Gegensatz zu was? Zum Wajib, wo die Unterlassung bestraft wird.
Gegenteil von Mustahab ist Makruh. Makruh bedeutet was? Die Unterlassung ist wünschenswert. Wenn ich es nicht unterlasse, bist du nicht bestraft. Also die Umsetzung wird nicht bestraft und die Unterlassung wird belohnt. Und dann haben wir ein fünftes Urteil und das bedeutet Mubah. Mubah bedeutet was? Es ist gleichgültig. Das heißt, die Umsetzung und die Unterlassung wird weder belohnt noch bestraft. Aber du kannst mit einer bestimmten Absicht die Taten, die Mubah sind, mit dieser bestimmten Absicht kannst du dafür sorgen, dass du belohnt wirst. Schlafen. Ist Schlafen wajib? Wer nicht schläft, wird er dafür bestraft? Wird nicht bestraft. Gut, er geht kaputt, aber er wird nicht bestraft. Ja? Wenn ich also einmal eine Nacht lang nicht schlafe, sondern einfach durchmache, ist das eine Sünde? Ist keine Sünde. Wallah, alhamdulillah. Wenn ich schlafe, ist das etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala mich dafür belohnt? Ist es ein Gottesdienst? Ist kein Gottesdienst. Aber wenn ich schlafen gehe, mit der Absicht, mich zu stärken, um dann beten zu können und Allah anbeten zu können und die Gottesdienste zu verrichten, dann werde ich dafür belohnt. Deswegen sagten einige der Salaf, wer waren nochmal die Salaf? Die Vorfahren, also Sahaba und Tabi'in und wer ihnen gefolgt ist, sagte, ich erwarte meinen Lohn für meinen Schlaf, genauso wie ich meinen Lohn erwarte für mein Gebet. Warum? Weil ich gehe schlafen, um dann irgendwann aufzustehen, um zu beten. Deswegen erwarte ich, dass Allah mir den Lohn gibt, für die ganze Zeit, in der ich schlafe. Ich mache gar nichts, lege mich hin und erhole mich und der Zähler, alhamdulillah, läuft. Natürlich mit der Absicht, wer das nicht beabsichtigt hat, wer sich hingelegt hat und geschlafen hat und hat nicht beabsichtigt, ich stärke mich nun, damit ich Allah anbete, ja, der hat diese Belohnung eben nicht bekommen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Taten sind entsprechende Absicht. Du bekommst nur das, was du auch beabsichtigt hast. Machst du etwas ohne Absicht, bekommst du auch keinen Lohn dafür. Gut, aber im Grunde genommen sind die Taten, die Mubah sind, so, dass sie weder belohnt noch bestraft werden. Das sind die fünf Urteile, Al-Ahkam, die man braucht nun, um Fiqh zu lernen. Welche Themen werden im Fiqh besprochen? Und wir reden natürlich hier von Fiqh al-Ibadat. Es gibt noch andere Themen, Fiqh al-Mu'amalat, Fiqh al-Ahwal al-Shakhsiyya, und so weiter. Das ist nicht das, womit wir uns jetzt befassen, sondern Fiqh al-Ibadat, also die gottesdienstlichen Handlungen. Da reden wir inshallah über erstens die Reinheit, über das Gebet, über die Geldabgabe, also die Zakat, über das Fasten und über die Pilgerfahrt. Das sind die fünf Themen, die wir inshallah durchnehmen werden, bi'idhnillah, in diesem Jahresseminar, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, dabei aufrichtig zu sein. Und möge Allah azza wa jalla uns verhelfen, das Richtige zu lernen und dementsprechend auch umzusetzen. Gut. Kommen wir zum ersten Punkt. Kapitel 1, die Reinheit. Auf Arabisch, Tahara. Die Definition von Reinheit lautet erstmal im sprachlichen Gebrauch, im linguistischen Gebrauch, die Sauberkeit. Ja, Thawbun Tahirun bedeutet Thawbun Nadhifun. Nadhif ist sauber. Wissenschaftlich bedeutet die Reinheit die Aufhebung des Hadath und die Beseitigung der Najasa. Das ist At-Tahara. In der Fiqh-Wissenschaft. Die Aufhebung des Hadath und die Beseitigung der Najasa. Hadath ist nun was? Zustand der Unreinheit. Und Najasa bedeutet Unreinheit. Und wir werden auf diese Begriffe nochmal eingehen.
Wir fangen hier an mit dem Begriff Hadath. Und Hadath wird definiert als den Zustand des Körpers, der, also dieser Zustand, der gottesdienstliche Handlungen verhindert, bei denen die Reinheit vorausgesetzt wird. Wie zum Beispiel das Gebet. Wenn man in solch einem Zustand ist, einem Zustand der Unreinheit, dann kann man nicht beten. Dann ist es nicht gestattet, dass man betet. Wenn man in einem Zustand der Unreinheit ist, dann ist es nicht gestattet, dass man die Kaaba umrundet zum Beispiel. Und so weiter. Also der Zustand der Unreinheit, und der wird auf Arabisch Hadath genannt, der hindert den Menschen vor all den Gottesdiensten, die die Reinheit eben voraussetzen. Nicht jeder Gottesdienst, nicht jede Ibadah setzt die Reinheit voraus, wie zum Beispiel das Fasten oder Zakat. Da ist keine Voraussetzung, rein zu sein. Der Zustand der Unreinheit wird nun in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt zum einen großen Zustand der Unreinheit, also Hadath Akbar, der größere Zustand der Unreinheit. Und es gibt einen kleinen Zustand der Unreinheit, Hadath Asrar. Ja. Das heißt, wenn wir sagen, die Reinheit wird definiert als die Aufhebung des Zustandes der Unreinheit, dann bedeutet das, dass wir hier zwei Arten von Zustände der Unreinheit aufheben müssen. Einmal den größeren Zustand und einmal den kleineren Zustand der Unreinheit. Wir werden natürlich näher darauf eingehen, was nun der größere Zustand der Unreinheit ist und wann dieser größere Zustand der Unreinheit eintritt und genauso was der kleinere Zustand der Unreinheit ist und wann er auch eintritt. Aber das war jetzt nur zur Erläuterung der Definition. Also noch einmal, die Definition von Tahara ist die Aufhebung des Zustandes der Unreinheit und die Beseitigung der Unreinheit. Was ist jetzt der Unterschied? Die Unreinheit ist etwas Materielles, etwas Physisches, wie zum Beispiel Blut oder Urin oder Ähnlichem. Das sind Substanzen, das sind etwas Materielles. Aber der Hadath, der Zustand der Unreinheit, da ist etwas Immaterielles, etwas, was du nicht sehen kannst. Du kannst nicht sehen, ob jemand Wudu hat oder nicht. Kannst du nicht. Ja? Und deswegen sagen wir, es ist ein Zustand des Körpers. Wichtig ist nun, wenn wir sagen, okay, die Reinheit ist nun die Aufhebung dieses Zustandes der Unreinheit oder die Beseitigung der Unreinheit, mit was beseitigen wir denn die Unreinheit oder mit was heben wir denn diesen Zustand der Unreinheit auf? Und da gibt es zwei Mittel zur Reinigung. Einmal Wasser, und das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und einmal Erde, und das ist die Ersatzwaschung. Mit Wasser, wenn wir uns mit Wasser waschen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen hier Wudu, also die kleinere rituelle Waschung, oder wir müssen Russel machen, und das ist die Ganzkörperwaschung. Und wie gesagt, all das bi'idhnillah wird noch näher erläutert. Mit Erde waschen wir uns oder reinigen wir uns, wenn wir nicht in der Lage sind, mit Wasser uns zu waschen, und diese Ersatzwaschung nennt man
At-Tayammum, auch dies werden wir inshallah noch näher uns anschauen. Wenn wir sagen, die Reinheit wird vollzogen durch Wasser, dann müssen wir erstmal lernen, welches Wasser denn? Können wir denn irgendein Wasser nehmen oder muss es eine bestimmte Sorte von Wasser sein? Und da gibt es nun zwei Arten von Wasser. Es gibt zwei Arten von Wasser, das man benutzen soll, sondern dass man das vorhanden ist. Entweder wir haben reinigendes Wasser, das nennt man auf Arabisch Ma, Tahur, oder wir haben unreines Wasser. Und das nennt man Ma, Ma ist Wasser, Najis. Also entweder haben wir reinigendes. Was ist reinigendes Wasser? Es ist reines und reinigendes Wasser. Deswegen das Wort reinigend, weil es reicht nicht aus, dass es rein ist, sondern es muss auch noch reinigend sein, wie wir gleich sehen. Das können wir benutzen, um den Zustand der Unreinheit aufzuheben. Wenn wir aber unreines Wasser haben, Ma Najis, dann können wir das nicht zur Aufhebung der Unreinheit benutzen. Und wir können es auch nicht benutzen, um Unreinheiten zu beseitigen. Die Frage lautet nun, was ist bitteschön reinigendes Wasser? Und was ist bitteschön unreines Wasser? Wann wird Wasser unrein? Reinigendes Wasser, also noch einmal Ma Tahur, das ist jedes Wasser, das vom Himmel fällt oder aus der Erde entspringt. Grob gesagt, allgemein gesagt, alles, was an Wasser vom Himmel fällt oder aus der Erde entspringt, gehört zu reinigendem Wasser. Was gehört dazu? Meerwasser, Flüsse und Bäche, Quellwasser, Regenwasser, Brunnenwasser, das sind alles Wasserarten, die was sind? Die reinigend sind. Ich kann mit Brunnenwasser mich reinigen und den Zustand der Unreinheit aufheben. Ich kann das mit Meerwasser machen. Ich kann das mit Flüsse und Bäche machen. Hauptsache, es handelt sich um Wasser. Jetzt ist wichtig, um zu wissen, wie wir unterscheiden reinigendes Wasser von unreinem Wasser. Welche Eigenschaften hat denn Wasser? Wasser hat drei Eigenschaften. Wasser hat eine Farbe, Wasser hat einen Geruch und Wasser hat einen Geschmack. Die Farbe des Wassers ist farblos, Geruch des Wassers ist geruchlos und Geschmack des Wassers ist geschmacklos. Somit können wir sagen, reinigendes Wasser ist jedes Wasser, das in seiner ursprünglichen Form vorhanden ist. So wie Allah subhanahu wa ta'ala es erschaffen hat. Ohne Veränderung. Dann ist es geschmacklos, farblos und geruchlos. Wenn nun diese Eigenschaften sich ändern, dann müssen wir uns anschauen, inwiefern sie sich geändert haben und warum sie sich überhaupt geändert haben. Und dann können wir urteilen, ob dieses Wasser nun reinigend ist oder nicht mehr reinigend, sondern unrein ist. Kommen wir zu unreinem Wasser. Denn reinigendes Wasser haben wir gesagt, wie es ist. Es ist noch einmal geruchlos, geschmacklos und farblos. Es ist so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala in der ursprünglichen Form geschaffen hat. Ja? Wann ist aber dieses Wasser nicht mehr rein, nun nicht mehr reinigend, sondern unrein? Wasser, das eines der drei Eigenschaften, Farbe, Geruch, Geschmack,
durch eine Unreinheit verändert hat. Wichtig hier ist Unreinheit. Wenn ich ein Glas Wasser habe oder ein Behälter Wasser und in diesem Behälter Wasser fällt eine Unreinheit rein und es ändert sich dieses Wasser, dann ist dieses Wasser unrein. Ein Beispiel: Blut fällt ins Wasser. Warum auch immer, so dass sich die Farbe des Wassers ändert. Was ist dann das Urteil über dieses Wasser? Es ist unrein. Warum ist es unrein? Weil es rötlicher geworden ist. Und warum sagen wir, es ist unrein? Die Farbe, der Geschmack hat sich geändert. Wodurch? Und Blut ist? Gut, abgesehen davon, dass Blut rot ist. Unrein. Unrein. Das heißt, unreines Wasser kann weder zur Aufhebung des Hadath, was war nochmal Hadath? Zustand der Unreinheit. Weder zur Aufhebung des Hadath, also weder zur Aufhebung des Zustands der Unreinheit, noch zur Beseitigung der Najasa, also Unreinheit, benutzt werden. Das heißt, wenn ich so einen Behälter habe, das rot geworden ist oder rötlicher eben geworden ist durch Blut, und ich habe jetzt eine Kleidung, die mit einer Unreinheit verunreinigt wurde, sagen wir einmal mit Urin. Ich kann jetzt dieses Wasser nicht benutzen, um dieses Kleid zu reinigen. Warum? Weil ich hier möchte ich eine Unreinheit mit einer anderen Unreinheit beseitigen und das ist natürlich sinnlos. Ist das klar? Gut. Jetzt gibt es Regeln, die hier beachtet werden müssen. Ändert sich Wasser in einer seiner drei Eigenschaften durch eine reine Substanz, also nicht durch eine Unreinheit, durch etwas Reines. Was ist etwas Reines zum Beispiel? Apfelsaft. Ja, Apfelsaft ist ja, wallah alhamd wal minna, rein. Wenn also sich das Wasser in einer seiner drei Eigenschaften, Farbe, Geruch, Geschmack, nur wenig ändert, dann gilt diese Flüssigkeit als Wasser und ist reinigend, ist also immer noch ma tahur. Hat sich doch geändert, ja. Aber warum hat es sich hier geändert? Wegen etwas Reinem, das ist die erste Bedingung. Und zweitens, es hat sich nur sehr wenig geändert. Das Beispiel wird das inshallah nochmal verdeutlichen. Ändert sich aber das Wasser in einer seiner drei Eigenschaften durch eine reine Substanz viel, also die Änderung ist stark, gilt die Flüssigkeit nicht als Wasser, dann kann man das ja nicht mehr Wasser nennen und ist somit nicht reinigend. Warum? Du kannst ja nicht Wudu mit Milch machen oder mit Apfelsaft. Ein Beispiel: Wasser vermischt sich mit Milch. Du hast einen Behälter Wasser und aus irgendeinem Grund ist nun Milch in dieses Wasser gemischt worden. Kann man nun die Flüssigkeit noch Wasser nennen? Also wenn du dir diese Flüssigkeit anschaust, dann sagst du, naja, das ist trübes Wasser. Also ist es noch Wasser. Es hat sich zwar geändert, ein bisschen, durch etwas Reinem, aber das nennt man noch Wasser, dann kannst du damit Wudu machen. Wenn aber diese Flüssigkeit sich dermaßen geändert hat, dass du sagst, das ist fettarme Milch geworden. Das ist kein Wasser, das ist Milch. Dann kannst du natürlich kein Wudu damit machen, weil es ist nicht erlaubt, mit Milch Wudu zu machen. Sondern wir dürfen uns nur mit Wasser reinigen. Und was ist, wenn wir kein Wasser finden? Dann müssen wir Tayammum machen mit Erde. Und das ist der Beleg dafür, dass wir nichts anderes benutzen können, wenn wir kein Wasser finden. Tayy. Dann kommen wir
einige Beispiele, damit wir gucken, ob das auch inshallah so verstanden wird. Ein Vogel fällt in einen Behälter Wasser und stirbt. Und dieses Wasser ändert sich nur wenig. Nur wenig. Was ist das Urteil über dieses Wasser? Ja? Ich würde sagen, mit dem Wasser kann man keinen Hunger machen, kann man sich nicht mehr reinigen. Warum nicht? Weil Kadaver energiesüchtig ist. Okay, aber es hat sich doch nur wenig geändert. Aber es hat sich durch eine Unreinheit verändert. Genau. Und das mit dem wenig gilt nur bei? Genau, bei Änderung durch Reinem. Das war natürlich jetzt eine Falle, ne? Aber das ist ja egal. Das mit wenig ist egal, ob es sich wenig geändert hat oder viel geändert hat. Wenn Wasser sich geändert hat wegen einer Najasa, wegen einem etwas Unrein, und Kadaver ist unrein, wir werden inshallah noch sehen, bi'idhnillah, in weiteren Unterrichten, was denn Unreinheiten sind, genau. Und welche Arten der Unreinheiten es gibt und wie wir diese Unreinheiten beseitigen. Wichtig für uns ist nun zu wissen, wenn eine Unreinheit in ein Gefäß fällt und es ändert, ob viel oder wenig, ist egal. Dann ist dieses Wasser nicht rein und nicht reinigend. Ein anderes Beispiel. Wir haben einen Behälter Wasser. Ja, stellen wir uns vor, draußen wird dieser Behälter gelassen und jetzt im Herbst fallen die Blätter und sehr viele Blätter fallen nun in diesen Behälter. Und dieses Wasser ändert sich aber nicht. Weder Geschmack, noch Geruch, noch Farbe. Was ist das Urteil über dieses Wasser? Ja? Ist noch rein. Warum? Weil was rein ist, reingefallen ist. Und? Wieder rein. Kann man sich noch damit waschen. Und es hat sich nicht geändert. Also erstens, etwas Reines ist reingefallen, Blätter sind ja rein, und es hat sich nicht geändert. Ja? Stellen wir uns vor, du hast einen Behälter, da sind Blätter reingefallen, du hast es gesehen und sofort bist du hingegangen, hast die Blätter rausgenommen und du siehst, das Wasser ist so wie vorher, geschmacklos, geruchlos, farblos. Stellen wir uns vor, du hast das erst nach 2 Wochen bemerkt. Oder nach einer Woche. Und du merkst, irgendwie ist das Wasser ein bisschen, also die Farbe hat sich ein bisschen geändert. Aber wenn du siehst, sagst du, es ist noch Wasser. Was ist nun das Urteil? Nein? Warum darf ich es noch benutzen? Genau, weil etwas Reines hier reingefallen ist und es hat sich nur wenig geändert. So nach 2 Monaten gehst du zu diesem Behälter hin und sagst, was ist denn das? Was ist denn das für eine Brühe? Wo ist denn das Wasser? Das ist doch dein Wasser. Das Wasser. Nee, das ist doch kein Wasser, das ist doch Blättereintopf ist das. Was ist nun das Urteil über diese Flüssigkeit? Ja? Ist unrein? Streng genommen können wir nicht sagen, es ist unrein, aber du meinst das Richtige. Was, können wir es benutzen für die Reinigung oder nicht? Also es ist rein, aber wir können das nicht benutzen. Es ist nicht reinigend. Es ist rein. Solange keine Unreinheit da rein ist, ist es rein. Aber darf ich es benutzen? Darf ich nicht benutzen. Warum? Weil es kein Wasser ist. Es hat sich dermaßen geändert, dass es nicht mehr Wasser genannt werden kann. Ja? Und deswegen bitte. Also es reicht nicht, dass wir sagen, es ist rein, gut und weiter, aber es ist nicht reinigend. Ist das klar? Gut, damit wären wir also für den Teil des Fiqh bi'idhnillah am Ende, insha'Allah. Gibt es Fragen zu diesem Thema? Also was haben wir durchgenommen? Wir haben durchgenommen erstmal die Urteile, die 5 Urteile. Also Wajib und Haram und Mustahab und Makruh und Mubah. Dann haben wir geredet über die Kapitel im Fiqh, also Fiqh al-Ibadat zumindest. Dann haben wir geredet, was Reinheit ist, wie es definiert wird. Wir haben gesagt,
Die Definition bedeutet die Aufhebung der des Zustands der Unreinheit und die Beseitigung der Unreinheit. Dann haben wir gesagt, dass die der Zustand der Unreinheit, dass es da zwei Arten gibt, einen größeren und einen kleineren. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie beseitigen wir den Zustand mit welcher Art von Wasser? Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen und uns alle Sünden vergeben. Subhanakallahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.